Also, ich mir ja. Der nächste. Matthias Röntgen, der auch den Super-G zum Opfer gefallen ist, diesen Megasprung, der Schwede, kommt aus Ore und kommt aber auch gerade aus einer Schulterverletzung zurück. Der Schwede, und das wäre was mal für die Schweden, wenn sie da regieren könnten im Speed, ist er wirklich selten. Ja, aber die kommen mit Felix Mansen. Kommen die nach vorne, also die werden, die sind jetzt schon, das sind zwei Fahrer, die stark sind in der Abfahrt, also das dauert noch ein bisschen, wir haben das auch gestern schon erklärt. Und er ist oben nur eine Hundertstel zurück, also holt er auf. Auf Leutmeier in den ganz schnellen Teil, bin ich gespannt, wie er es jetzt macht, hier in diesem eher Riesensradum gesetzten Highspeed, riesenteuer aufgesetzten Teil. Ah, schön zum Fahren, aber da kriegt er dann 64 Hundertstel, also man sieht ganz klar seine... Und ist raus, ja, ist raus, wieder ausgeschieden im Super-G. Zweimal Super-G war sein Ende, jetzt natürlich für ihn der Parallelwettbewerb, der noch ansteht, die nächste und letzte Chance. Ah, bitter, das ist bitter. Ja, aber er ist noch jung, wir sind 20 Jahre alt. Ja, und da ist es einfach unter dem Aspekt der Erfahrung abzuhaken und dann in zwei Jahren in Courchevel bei den nächsten Weltmeisterschaften oder auch nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in China dann vielleicht ein bisschen besser auszusehen. Hoffentlich war es nicht die operierte Schulter. Ja, ein bisschen hat es so ausgeschaut, ja. Aber er schützt sich da ein bisschen, ja. Das ist so eine Schonhaltung, aber ihm fehlt nichts. Er hat sich unten, er ist aufgestanden, hat sich nirgends hingelangt, also gutes Zeichen, nichts passiert. Steht alles gut.